Ruvertal und Hochwald, das ist das Thema. Hier ist Walburga Meier. Und hier steht nämlich Hunsrück. Aber eigentlich muss man ja sagen, es ist wirklich der Beginn des Hunsrücks, oder? Das ist der westliche Ausläufer des Hunsrücks in der Tat. Insofern sind wir Hunsrück, aber halt eben auch der Schulterschluss zum Ruvertal hin. Genau, wir machen heute ein kleines Special über Radwege und es gibt einen ganz tollen Radweg, der Trend, der jetzt auch im Saarland stattgefunden hat, dass man alte Bahnstrecken umgebaut hat zu tollen Radwegen. Der hat auch in Rheinland-Pfalz Einzug gehalten, nämlich in einem Radweg, der es wirklich in sich hat. Der heißt wie ganz genau? Das ist der Ruwer-Hochwald-Radweg und den gibt es schon seit 2009 und der verbindet halt eben die Hunsrückhöhen mit dem Moseltal. Und wenn man an Bahnstrecken denkt, die ausgebaut worden sind, dann weiß man, die sind nicht allzu steil, oder? Das ist genau der Vorteil, den diese Radwege aufweisen. Die sind nicht allzu steil. Bahnstrecken hatten ehemals eine maximale Steigung von 1% und das kommt natürlich heute den Genussradlern sehr entgegen. Ja. Die Länge? Die Länge des Radweges beträgt 48 Kilometer und aufgrund der geringen Steigung halt eben auch beidseitig befahrbar, sodass man, wenn man es drauf anlegt, auch locker dann mal auf 100 Kilometer kommen kann. Könnte man also morgens starten, einmal hin und einmal zurück, das klappt? Das klappt in der Regel schon, also erfahrene Radler, die machen das mit links quasi und dann kommt ja der neue Trend hinzu, das sind ja die E-Bikes denn. Und die da lacht sie jetzt. Ja. Die E-Bike-Fahrer haben natürlich auch diese Radwege für sich entdeckt und für die ist dann diese Steigung auch keine wirkliche Herausforderung mehr. Okay, super. Wo sollte man denn starten, auf der einen und auf der anderen Seite? Ah, das ist eigentlich den Radlern überlassen. Es gibt auch ganz verschiedene Theorien und Modelle, wie man es macht. Aber am häufigsten halt eben im Hunsrück starten und dann gemütlich runter. In welchem Ort startet man? Ja, man startet in den Hermeskeil, in Rheinsfeld, in Kell am See. Das sind so die Hauptorte oben im Hunsrück und radelt dann gemütlich runter ins Ruvertal. Genau, und auf der anderen Seite? Auf der anderen Seite sind es dann Orte wie die Ruwer selbst oder halt eben Waldrach, Kasel. Das sind so die berühmten Weinorte. Auch dort kann man bequem starten und muss dann natürlich ein klein bisschen mehr in die Pedale treten, um dann doch geringe Höhenunterschiede zu überwinden. Wie lautet denn die Homepage, wo man alle Infos findet, die Sie mir jetzt gerade gesagt haben? Ja, das ist die www.ruwer-hochwald-radweg.de. Das ist ganz einfach. Sagt Walburga Meier mit dem Anstecker Hunsrück. Hunsrück-Kell am See. Hunsrück-Kell am See, ja. Aber startet an der Mosel unten in der Nähe von Kasel. So viel haben wir gelernt. Vielen, vielen Dank, Frau Meier. Sehr